Hallihallo, ich grüße euch zu diesem neuen Video. Geht eine Gefahr von Geimpften aus? Darum geht's heute. Und es war ja erst vor ein paar Wochen, da sagte Herr Wieler noch auf einer Pressekonferenz, dass eben ein erhöhter Mutationsdruck durch die Impfungen entsteht. Und auch verschiedene andere Virologen haben bestätigt, dass es zu Escape-Mutationen kommen kann. Unabhängig davon gibt es aber in der letzten Zeit auch noch vermehrt Hinweise und Warnungen aus anderen Kanälen, die ich hier nicht weiter großartig dokumentieren möchte und auch keine Stellung zu nehmen möchte. Und dieser Beitrag ist natürlich auch keine medizinische Aufklärung, sondern nur eine persönliche Meinungsäußerung im Rahmen der Meinungsfreiheit von mir persönlich. Zurück zur Verschwörungstheorie. Da geht es darum, dass von Menschen, die einen mRNA-Impfstoff erhalten haben, eventuell eine Übertragung auf andere Menschen stattfinden kann. Diese Übertragung kann durch die Atemluft oder über die Haut erfolgen. Soweit zur Theorie. Offiziell steht im Infektionsschutzgesetz, welches in Paragraph 17 besondere Maßnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten, die Verordnungsermächtigung, die Grundrechte der Freiheit der Person, der Freizügigkeit, der Versammlungsfreiheit und der Unverletzlichkeit der Wohnung einschränkt. Interessant wird es dann in Paragraph 21. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen. Paragraph 21 Impfstoffe. Bei einer aufgrund dieses Gesetzes angeordneten empfohlenen Schutzimpfung oder einer Impfung nach Paragraph 17 dürfen Impfstoffe verwendet werden, die Mikroorganismen enthalten, welche von den Geimpften ausgeschieden und von anderen Personen aufgenommen werden können. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit wird insoweit eingeschränkt. Macht euch selber ein Bild, was dieser Paragraph bedeutet und was sich dahinter unter Umständen verbergen kann. Ja, ich kann das jetzt nicht wirklich kommentieren. Ich will das auch nicht weiter kommentieren. Ich frage mich nur, warum so ein Paragraph vorhanden ist, wenn es dafür nicht einen Grund geben würde. Und noch ein kleiner weiterer Hinweis, auch mit offiziellem Beleg. Im klinischen Protokoll von BioNTech/Pfizer gibt es ausdrückliche Hinweise zum Umgang mit Schwangeren im Zusammenhang mit Studienteilnehmern. Und in diesem Protokoll gibt es mehrfach Hinweise darüber, dass Menschen auch beobachtet werden müssen, nachdem sie einen Kontakt mit einem Studienteilnehmer hatten, indem sie die gleiche Luft teilten oder Hautkontakt hatten. In anderen Bereichen hier geht es auch darum, dass beispielsweise Krankenhausmitarbeiter genauso beobachtet werden sollen. Und überall ist der Hinweis darauf, dass der Hautkontakt mit beobachtet werden muss. Ja, macht euch selbst ein Bild. Informiert euch, ich lege in die Beschreibung noch einen Link rein, da sind zwei Videos, die sehr gut informieren, wenn man das denn wissen möchte. Und ansonsten passt auf euch auf und achtet darauf, wem ihr zu nahe kommt. Wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst ein Like oder Abo da und wenn ihr kommentiert oder teilt, freue ich mich noch mehr.